So, hallo, wir machen weiter bei Logi-Hack. Ich glaube, Logi-Hack heißt es. Luigi und dann Logi. Das I wird zum O. Jetzt passt's. Genau. Der Top hat unter dem aktuellen Part einen Kommentar geschrieben und gesagt, man kann also auch von Anfang an auf der Oberwelt rumlaufen. Das passt also soweit. Dann hat er noch geschrieben, das hätte man auch hier in dem Haus erklärt bekommen. Dann gehen wir da doch gleich mal rein. So. Houses like these are located all across the realm. Realm. They can contain hints, items and sometimes even secrets. Okay. Ja, da ist schon mal ein Secret. Did you know, Dragon Coins don't have much value around here. They aren't used for anything except for one-ups and Dragon Rides. Okay. Okay, in dem Haus wäre es jetzt scheinbar noch nicht... Oh, da hoch kann man. Okay. In dem Haus scheint es noch nicht erklärt zu werden. Oder ich habe mir jetzt irgendwas wieder verpasst. Das kann natürlich immer passieren. Wie komme ich da hoch? Über die Box? Ja. Okay. Schön. Gut. Dann... Ich mache nochmal ganz kurz einen Kommentar auf, dass ich, falls ich irgendwas verdrängt vergessen haben sollte... Ups. Das war ein Video von Trayman, falls sich jemand fragt, was ich da gerade geöffnet hatte, versehentlich. So. Also, der Hack ist nicht nur für die Demo so offen, wenn du einmal zum Castle oder Yoshi-Haus gehst, wird dir das auch erklärt. Dann war das jetzt vielleicht nicht das Yoshi-Haus, ich weiß es nicht. Genau, die Blocks sollen in der Luft, stimmt, da wo ich mich gewundert hatte, was das ist. Da hat er geschrieben, das war nur für ihn, das hat er vergessen rauszunehmen. Und es gibt einen Secret Exit in diesem Level mit dem großen Punkt, aber den könnte ich noch nicht erreichen. Okay. Und ich mache mir zu viele Sorgen mit Secrets. Das liegt ein bisschen daran, dass das auf Discord geschrieben wurde, dass manche Secrets schwierig versteckt sind und so weiter. Deswegen habe ich gedacht so, oh, ich will alles finden. Ich will alles finden ohne Hilfe. So, The Birds, The Movie, The Game, let's go. Ist das an Angry Birds angelehnt oder ist einfach Vögel? So. Okay. Aber ein normales Level, ne? Also einfach schön durchspielen und versuchen, die Yoshi Coins zu bekommen. So. Wow. Aber ich finde die interessant, wie die sich so da ranhängen. Habe ich so auch noch nie gesehen. Oh! Kann ich die überhaupt killen? LOL! Ich kann die nicht... Okay, das wusste ich nicht. Da spulen wir ausnahmsweise mal kurz zurück. Ich dachte jetzt, das sind diese normalen Vögel, wo man drauf kann, aber konnte ich nicht. Okay, dann werde ich ab jetzt da sehr vorsichtig sein. So. Okay, da wollen wir hoch. Ach so, nee, ich will es auslösen, so rum. So rum funktioniert das Ding hier. So, den haben wir noch nicht ausgelöst. Ich weiß auch nicht, ob er an dem schon rankommt. Ach ja, er hat auch geschrieben, dass das also so viel fertig ist, wie man hier sieht. Also das wird alles noch dann dauern und wahrscheinlich erstmal eine Demo bleiben, was ja auch völlig in Ordnung ist. Am Ende spielen wir Level und ob das jetzt eine Demo ist oder nicht, ne, das ist egal. Aber hieraus könnte was ziemlich Cooles werden, ne? Das muss man schon sagen. Ist schon ein ziemlich cooler Hack bisher. Sieht alles sehr hübsch aus, so, also ja. Ich bin sehr positiv gestimmt. Da komme ich nicht rein, ne? Okay, aber dann hier. So. Vielen Dank für deine Bestellung. Bekomme ich jetzt eine Meldung? Hä? Ich habe vor... Weiß nicht. Eine Stunde... Ah, so kann ich die kaputt machen. Okay. Vor einer Stunde mein Essen bekommen, aber ja. Gerne. So. Okay, da komme ich so nicht... Ah!
Und mir ist gerade was aufgefallen. Ich habe nämlich gerade noch gedacht, es wäre jetzt ja super ungünstig, wenn ich jetzt da hochspringe und durch die Feuerkugeln. Aber, also normalerweise würde man ja Feuerkugeln schießen, wenn man einen Drehsprung macht. Das ist deaktiviert. Das ist voll gut zu wissen. Nur wenn ich schieße, dann schieße ich auch wirklich. Also nur wenn ich den Knopf auch bewusst drücke, schieße ich auch wirklich. Das ist schon gut zu wissen. Hier oben nix. War nicht mal so versteckte Münzen. Na gut. Hätte ich jetzt schwören können, dass da zumindest solche Münzen auftauchen. So. Kann man wieder hoch. Aber da ist auch nichts weiter. Okay, da wollen wir hoch. Ja, weil wenn ich jetzt nämlich hier Spinjump mit Blume würde und die kille, wäre das nicht so gut. Ah, es ist wieder so ein Challenge-Raum. Sehr cool. Aua. Aber schon geschafft. Nein, ich habe die Blume verpasst. Dachte, ich bin schnell genug wieder unten. Egal, wir haben alles. Nur noch ins Ziel. Okay, den nehmen wir in Ruhe mit. Dann kann hier auch gar nichts mehr schief gehen. Schief gehen? Okay, ja. Wird es nochmal ein bisschen gefährlich. Aber jetzt kannst du langsam dann das Ziel. Jawollo! Aha! Da habe ich doch was entdeckt. Ich hoffe, das führt nicht nur zu einem Leben. Sonst wäre das ein bisschen... Oh, boy. Also, wenn ich jetzt sterbe, spule ich zurück. Ja, ich hab's gedacht. Okay, wir haben das Secret gefunden. So. Okay, da gibt es jetzt einen Secret Exit. Der vermutlich zum gelben Switch führt. Könnte ich mir mal vorstellen. Wäre klassisch. Watch out for the yellow sap. It's very sticky and you can get stuck to it from all sides. Okay. Ah, ich kann tatsächlich nicht springen, wenn der... Okay. Da geht gar nichts auf dem Zeug. Ich verstehe. Auf dem Zeug geht gar nichts. Okay. Wir müssen kurz was testen. Ob das Level nach oben scrollt. Nein, okay. Ah, dann muss ich ja wirklich extremst aufpassen, dass ich da... Ah, das kann ich dann so als Dings benutzen. Okay, okay, I see. Very interesting. Nice. Ja, das hier. Diese versteckten Münzen, meinte ich, die hätte man an der einen Stelle, wo ich gerade so hoch bin. Hätte ich die erwartet, aber da waren keine. So. What? Okay. Ups, ups. Ey, ich mag das von der Art her, das Gimmick sehr. Das spielt sich durchaus gut. Weiß ich halt nicht, ist diese blaue Röhre, ne? Nein, ist sie nicht, aber ich bin auch nicht tot dadurch gegangen. Sehr gut. Da ist auch nix. Okay, da ist auch nix. Okay, hier kann man theoretisch hoch. Aber wahrscheinlich nur für... Ja, nur für die Blume. Oh, ah, ich darf nicht, ich muss oben entlang rutschen. Ich darf vorher nicht loslassen. Wir wollen einmal hier hoch. Warte. Aha, aber ich kann hier nichts machen. Aber wir haben wieder so versteckte Münzen gefunden. Versteckte Münzen finden immer cool. Oh boy. Sehr schön. Okay, hier ist auch noch nichts.
Also bisher müssten wir, wenn der Secret Exit wirklich so weit da unten ist, müssten wir alles nochmal spielen, wenn er dann irgendwann... Okay, wie kann ich die eigentlich auslösen? Ich kann ja hier nicht... Nee, ich habe ja keine Chance. Warte, ich habe eine Idee. Solange ich den nicht kille... Okay. Ich habe auf so eine Ranke gehofft wegen Secret, ne? Aber das war es leider nicht. Okay. Oh, hier geht es auf jeden Fall hoch. Ja. Nein! Oh, habe ich es jetzt versaut? Wenn man einmal falsch spricht. Warte, nein, ich komm da nicht mehr hin, ne? Oh nee. Oh nee. Da muss ich zurückspulen. Das ist ja frech. Da kommt man wirklich nicht mehr hoch, wenn man es einmal versaut hat, ne? Puh, na gut. Ah, hier ist okay. Nee, doch nicht. Ja, keine Ahnung, wo das Secret Exit sein soll. Hm. Oh. Trouble with the... Ja. The sticky floor might prevent you from reaching some blocks. There must be another way. Okay, aber die Blöcke habe ich ausgelöst, um die es ging. Wo? Von welchen redet er? Weil die mit dem Cooper, wo ich den Cooper hochgeworfen habe, die habe ich ausgelöst. Welche anderen Blöcke hat der Sticky Floor versucht mir... LOL! Gleich am Anfang. Okay, das ist aber cool. Das ist aber sehr cool, wenn das gleich am Anfang ist. Weil... Genau. Weil dann muss man eben nicht das ganze Level nochmal spielen für den Secret Exit. Okay, das ist cool. Ja. Ja. Alles klar. Das ist cool. Das ist cool. Jetzt würde mich nur interessieren, löst sich dieser Warp auch aus, wenn ich nur dahin springe? Oder muss ich da wirklich klettern? Ja, ich muss wirklich klettern. Interessant. Okay, cool. Müssen wir nur noch an den Schlüssel rankommen. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Art Challenge, an den Schlüssel zu kommen. Ah ja, okay. Challenge geschafft. So. Sehr schön. Prima. Und das führt mich jetzt zu dem gelben Switch, den man schon von außen genau gesehen hat. Let's go. Okay. Da haben wir jetzt diese Luigi-Blöcke, die nur für mich passierbar sind. Jetzt weiß ich halt nicht, ob dieser... Okay. Jetzt weiß ich halt nicht... Oh! Okay, ist nur für ein Leben scheinbar. Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich halt nicht... Hallo? Wieso geht der nicht kaputt? Ah, die sind unzerstörbar. Ich wollte sagen, jetzt weiß ich halt nicht, ob dieser... Kann ich die nehmen oder sind die töten? Nee, okay, die kann ich nehmen. Ob dieser... Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ach doch, ob dieses Level Yoshi-Coins hat. Das war, was ich sagen wollte. Bisher scheint es aber nicht so. Ich habe zumindest noch keine gefunden, ne? Nee, scheint nicht so. Okay. Gut. Ja, okay, da haben wir es auch schon. Wir probieren P-Jump. Ich weiß nicht, wie gut er mit der Sprungphysik hier funktioniert. Er funktioniert hervorragend mit der Sprungphysik. Sehr gut. Prima. Schönes Level. So.
Jetzt haben wir beide Exits hier, ne? Ja. Dann Schloss machen wir zum Schluss. Dann wird dieses Level vorher noch. Pompom Plant Pass. Past Pity Parkour. Alright. Ich frage mich halt nur, warum ich noch nicht, wie er ja gesagt hat, an den Secret Exit in dem einen Level rankomme. Das muss ja dann eigentlich mit Fliegen oder sowas zu tun haben. Oder mit, keine Ahnung, dass man Yoshi braucht dafür oder so, ne? Also irgendwie muss man da wahrscheinlich in die Luft kommen, weil alles andere haben wir ja ausprobiert. Wir haben ja Röhren und so weiter ausprobiert. Aber wenn es was ist, wo ich noch nicht rankommen kann, ja, dann muss es irgendwas mit der Luft sein. So, ja, jetzt können wir die gelben Blöcke auch schon nutzen. Oh, hier will ich runter. Das war die erste. Okay. Ja, das ist normale Blöcke, ne? So. Was war... Entschuldigung, ich war gerade so gedanklich weg. Das spule ich kurz, habe ich kurz zurück. Also, wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben, ne? Wenn ich richtig sterbe, so aus wirklich Fail, also aus wirklich, ne, ich war schlecht, dann akzeptiere ich das. Aber das war ja... Also, wenn ich in dem Raum zum Beispiel sterbe, akzeptiere ich das, ne? Aber das gerade war ja einfach nur komplette Blödheit. So, das wäre ja in keinem Leben wäre das ja ein normaler Tod gewesen. Das war ja völliger Quatsch. So. Aber wie gesagt, ansonsten versuche ich schon möglichst realistisch zu spielen und deswegen will ich auch so wenig wie möglich zurückspulen. Nur so ein paar ganz eindeutige Sachen, wo man sagen kann, ey... Das wäre eigentlich kein Tod geworden. Da werde ich dann für mich Gnade vor Recht hier gehen lassen. So, langsam darf gerne die nächste Yoshi-Coin kommen. Das zum Beispiel finde ich akzeptabel als Tod. Ach so, aber jetzt ist die Yoshi-Coin weg. Ja, warte, dann müssen wir hierhin zurück. Weil zwei haben wir ja schon und die waren jetzt beide weg. So. Wie weit war ich jetzt gerade eben? Bisschen noch, ne? Ja, irgendwo hier bin ich gestorben. Ja, irgendwo hier, wo ich runtergesegelt bin einfach. LOL, man kann auf die drauf springen. Das wusste ich nicht. Auch interessant. Auch sehr interessant. Ich hätte gedacht, die sind vielleicht tödlich von oben, so wie die ausschauen, aber sind sie gar nicht. Hier bin ich gestorben, ne? Irgendwo hier. Oh. Okay, da ist nichts. Eine Yoshi... Coin fehlt noch. Okay. Nein! Das... Ach Mann, ich bin aber auch gerade. So. Okay, ist hier noch was? Nein. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das zweite Mal zurück. Huch. Okay. Zurückspulen. Es war auch wieder so ein ganz blöder Tod, den ich nicht akzeptieren möchte. So. Okay, hier waren wir drin. Dann haben wir jetzt das Walk-Oys Anthem. Forest Castle. If you want to face the Nalbo that hides in this castle, you need to have gotten the above amount of exits. Ah, ich brauche 5 Exits. Das meint ihr wahrscheinlich mit, das wird mir erklärt. Okay, das heißt, man hätte jetzt sich raussuchen können, was man spielen will. Und dann braucht man 5 Exits. Und sonst kommt man wahrscheinlich nicht hier rein.
Aber wir haben ja eh alle. Jetzt bin ich nur gespannt, ob es ein Custom-Boss-Fight ist. Oder ein normaler Boss-Fight, der halt ein bisschen umstrukturiert wurde. Da war ein Leben oben, cool. Okay. Okay. So. Muss man die Konzentration behalten. Okay, gut. Hier. Ja, das zu den Yoshi Coins. There we go. Ich war zu langsam. Okay, der geht hoch, ja. Nein, was ma. Da ist bestimmt ein Pilz drin. Puh. Okay, kann ich hier hoch? Nein. Ja, auch nicht. Ja. Jetzt habe ich den Pilz geopfert für die Tests. Na gut, wir nehmen es mal hin. Ah, ich hoffe, wir sterben nicht. Ja, komm. Den Pilz hole ich mir zurück. Den Pilz hole ich mir zurück. Der war für Secret-Suche. Ja, gleicher Fehler. Ist in Ordnung. Akzeptiere ich. Da ist, was ich suche. Ja, war zu niedrig. Ich muss aber zurückspulen, sonst ist die Yoshi Coins weg, die erste. So, jetzt haben wir schon zwei. Okay. Der wird, da werde ich geschützt. Okay. Oh, ich dachte, ich kann da vielleicht hoch. Stellt sich raus. Konnte ich nicht. Schade. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Na, ich sehe das immer zu spät. Mann. Ich habe das Gefühl, direkt nach einer Korrektur aufnehmen, ist nicht die beste Idee. Weil ich doch irgendwo, also irgendwo so ein Gefühl der Unkonzentration habe. Okay, hier ist, was ich brauche. Okay, so komme ich ran. Ja, und so sterbe ich dann auch wieder mit meinem Pilz. Gut, aber wir haben alles. Wir haben die Coins. Wir müssen nur noch das Level schaffen. Mann! Geh halt runter! Ich muss den besser anteasern. Ah, ich laufe einfach durch, oder? Ich glaube, ich laufe einfach durch. Ja. Es kann so einfach sein. Rock Oi loses his balance when you hit him. Keep hitting him once he is starting to tip to take him out. Okay. Es klingt ein bisschen wie der Typ auf der Plattform, aber wir gucken mal, was passiert. Oh! Sehr schön. Das war aus Final Fantasy, glaube ich. Die Musik meine ich. Bin mir nicht sicher. Ah, what do you think you're doing? This is our mission, our conquest. This is everything we have left. But as long as our brothers still live, I will not give up hope for our new tomorrow. Okay.
Before Luigi could ask any questions, Rocky-Oi vanishes in a blink, but with peace restored in the forest, he sets off to western shores in hopes of finding the next Nullbro and maybe some answers on their motives. Okay. Und jetzt sind hier scheinbar noch so ein paar Level, bis man in Welt 2 ist, zum Bespielen. Jetzt frage ich mich halt, wie lange... Ja, ich denke, einen dritten Part kriegen wir noch hin. Ich denke, wir schließen hier ab. Hat es einen Grund, dass das Schloss keine Fahne hat? Ich denke, wir schließen hier ab. Und... Genau. Sehen uns im nächsten Part wieder. 5 Exits bleiben noch. 2 davon sind Secret Exits. Sieht passend aus, ne? 1, 2. Ich denke, genau die 3 Level, die wir hier sehen, sind die, die wir noch spielen können. Aber ich... Oder machen wir die in dem Part noch? Weiß halt... Ja, komm. Komm, wir spielen es noch. Wir spielen es noch. Was soll's. Wir spielen es noch. So. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass das gar nicht so lange... LOL. LOL! Purer Zufall, dass ich da oben drauf gelandet bin. Aber ich glaube, mehr als dieses Münzsecret war da jetzt auch nicht, oder? Nee. Okay, da kann ich runter. Aua. Okay, hier kann ich hoch. Aha. Aber hier ist außerdem auch nichts. Okay. Ja, die Gegner kennt man aus Yoshi. Yoshi's Island. Und daher kommt ja auch die Musik. Nein, Pilz! Okay, tschüss, Pilz. Ja, wenn ich jetzt draufgehen sollte, ich bin gerade eher ein bisschen am Rumspulen in dem Part. Ich denke, das ist okay. Oh, hier kann ich aber jetzt hoch. Okay. Ich glaube, wir haben den Secret Exit gerade gefunden. Oh, es scrollt. Freude immer vorbei, sobald es scrollt. Sobald irgendwas scrollt, ist... Ich weiß nicht, ob ich in die Röhre hätte gekonnt. Ich hoffe nicht. Okay. Ah, das sind so viele Röhren, die jetzt alle auszuprobieren, das wäre total Quatsch, glaube ich. Nice! Secret Exit gefunden. Okay, das führt hierhin zurück. Somit eine kleine Abkürzung, wenn man wieder dahin zurück will, warum auch immer man das wollen sollte. Aber Karte aufdecken, immer schön. So, die eine Yoshi-Coin hatten wir schon, ne? Die war hier drüben irgendwo. Ah, genau, hier war die. So. Da hätte ich fast einen Abflug gemacht. So, diesmal kriegen wir den Pilz aber. So. Wupp. Okay. So. Hier war, glaube ich... Ach nee, hier waren wir noch gar nicht, ne? 2 Yoshi-Coins, da kann man hoch. Theoretisch kann man hier irgendwie hoch. Aber ich glaube, das ist nur Deko. Ich akzeptiere es mal als Deko. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, hier ist auf jeden Fall dann Nummer 2. So. Fehlt noch eine. Ja, nice. Damit habe ich... Darauf habe ich ein bisschen gehofft. Und da ist sie auch schon wieder weg. Schade. Mann, meine Konzentration ist echt Müll grad. Spiele ich hier unter erschwerten Bedingungen.
möchte, dass das berücksichtigt wird. Okay, da ist die letzte. Nice. Das war knapp. Ja, hi. Oh, Bro. Das war super knapp. Und das ist das Ziel. Sehr schön. Okay. Exit und Normal Exit mitgenommen. Ja, zwei Level nach einer halben Stunde. Also, das war schon gut, dass wir das jetzt gleich gemacht haben. The Plane, Nippers and the Sky. So. Auch hier kann ich schnell drauf gehen, wenn ich nicht aufpasse. Aber bisher sieht das doch alles ganz gut aus hier. Oh, Spray! Alter, das war wieder. Das war jetzt wieder dieser Brain-AFK-Moment, ne? Ich guck so auf die Pflanze, dass ich die auf jeden Fall nicht mitnehme. Und dann springe ich einfach 3 Millionen Kilometer ins Nichts. Also, wie gesagt, das spule ich aktuell zurück. Ich bin so unkonzentriert und irgendwas, also, werde ich gleich mal dann eine oder ein Leben, cool, eine Pause machen. Bevor ich hier noch, weiß ich nicht. Okay. Gut, wir haben genug Feuerblume. Wir haben genug Feuerblume. Tschüss. Aber mir fehlt... Junge, was... Ich raff... Ich verstehe immer erst, dass ich in den Abgrund segle, wenn ich in den Abgrund segle. Was ist das denn? Das muss total komisch aussehen beim Spielen, beim Zuschauen. Okay, so. Da kann man hoch. Aber da ist gar nichts. Schade. Okay, hier ist Blue. Hallo, E-Mail. Programm. Was immer es muss warten. Okay, hier ist die zweite. Eine fehlt noch. Aua. Boah, dass die jetzt auch noch schießen, ist echt nicht so nett. Okay. Es fehlt immer noch eine Yoshi-Coin. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, dann muss ich es jetzt ausnahmsweise mal Yoshi-Coin sein lassen. Er hat ja eh in den Messageboxes gesagt, so wichtig sind die nicht, ne? Und für die Demo ist die jetzt auch nicht so wichtig. The Evil Conquest of Little Critters. Okay. Mit Secret Exit diesmal. Wer sind denn die Little Critters? Die Ninjis, die Köters? Und wie soll ich jetzt da hochkommen? Ah, lol! Ah, man kann die, bei den Wolken so einen Doppelsprung machen. Das wäre vielleicht in der Messagebox. Ja, wobei, man kriegt es ja raus. Also, ich habe jetzt ja auch nicht so lange gebraucht, um rauszukriegen. Auch wenn es sich irgendwie ein bisschen weird spielt. Aber es funktioniert. Oh Gott. Okay, aber es funktioniert. Solange es funktioniert und ich dadurch auch nicht versterbe, ist alles okay. Okay. So, wir haben hier einen Secret Extra, also ich muss auch die Röhren. Ich muss auch die Röhren kontrollieren.
Also das Timing ist nicht so hundertprozentig mir klar, aber meistens funktioniert es. Ja. Okay, da ist nix. Ja, aber ein interessanter Block ist es allemal. Okay. Ja, es ist... Das meistens funktioniert es ja auch. Oh boy, ich bin hier gerade ganz riskant am unterwegs sein. Okay. Da ist Nummer 2. Da war wieder meine Dummheit. Da war wieder meine Dummheit. Okay, hier kann ich wahrscheinlich ein Leben rausholen. Ja. Wow. Wow. Aber jetzt ist aktuell auch wieder die Sache, wenn ich jetzt ein Secret Exit finde, müsste ich alles nochmal machen. Mal gucken, wie es ist, ob dann tatsächlich da ein Secret Exit auftaucht. Ansonsten wird wir demo-technisch einfach, ne? Wir müssen jetzt ja nicht alles exakt spielen. Das ist ja. Okay, da ist die letzte Coin. Bruder. Bruder! Ich kann das Timing nicht. Also meistens kann ich es schon, aber nicht immer. Okay. Okay. Jetzt ist hier das Ziel. Ja, wo ist jetzt der Secret Exit? End of Demo. Thank you so much for playing this demo. I hope you had fun and looking forward for it. Absolut, absolut. Es ist sehr schön gemacht alles. The level with the big dot has a secret exit level hidden in it, but it won't be easy. Ja. Aber du hast ja auch sogar zu mir gesagt, ich kann ihn noch nicht finden. Also, was denn jetzt? Kann ich ihn jetzt finden? Aber ich kann ja immer noch nicht fliegen. Hm. Also ist dann tatsächlich nicht einfach zu finden. Und der hat ja aber auch einen Secret Exit. Aber auch den habe ich jetzt nicht gefunden, ne? Ist halt die Frage, sollen wir nochmal suchen? Ich probiere mal ein paar Sachen aus. Jetzt können wir ein bisschen rumprobieren, ne? Warte mal, kann ich da hoch? LOL! War ich hier vorhin auch oben? War ich hier vorhin oben? Ist da wirklich nur diese Münzen-Dings? Dieser Coin-Block? Hat der gerade gewunken? Ah, ne, ah, der Weiler, okay. ich bin schon völlig dab. Okay, lass mich mal was ausprobieren. Ich springe mal in die Richtung. Okay, da ist nix. Und in die andere Richtung ist da wahrscheinlich auch nix. Nee, zumindest nichts. Nichts Greifbares. Okay, aber sehr interessant. Dass da so grundsätzlich Sachen sind. Ha! Da komme ich nicht rein. Komme ich hier hoch? Ja. Oh, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Let's go. Let's go. Secret Exit gefunden. Secret Exit gefunden. Sehr schön. Ja, jetzt bliebe eigentlich wirklich nur noch dieser hier.
Aber du hast... Ich gehe nochmal in den Kommentar rein. Wortwörtlich hast du geschrieben... das kannst du noch gar nicht erreichen. Du schreibst also in die Demo, hey, falls du Lust hast, da ist ein Secret Exit. Der ist zwar schwer versteckt, aber falls du Lust hast, finde ihn. Aber man kann ihn noch gar nicht erreichen. Du schickst den Spieler auf eine Suche, die er nicht erfolgreich beenden kann. Oder? Habe ich es richtig verstanden oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber dann werde ich jetzt nicht die Zeit verschwenden, hier zu suchen. Wir haben auch, ich sehe es da unten, wir haben auch die 15 Exits, die es angezeigt hat in der Demo. Also dann kommt man jetzt wahrscheinlich wirklich noch nicht dran. Okay. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Wir haben es doch noch abgeschlossen mit dem zweiten Part. Finde ich auch in Ordnung. 10 Minuten, denn der letzte Part wäre vielleicht nicht so gut gewesen. Ja, sehr, 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 sehr schöne Demo. Wann immer da mehr kommt, bin ich sehr drauf gespannt. Danke fürs Zuschauen und vielleicht geht's dann jetzt mit Zelda auf dem Kanal weiter. Wir werden sehen. Ich hab gesehen, Domtendo, der auch Zelda hochgeladen hat, musste jetzt alle Parts wieder auf privat stellen seitens Nintendo. Ich weiß nicht, ob es irgendwas daran liegt, was er in den Parts gesagt hat oder wie er es aufmacht oder keine Ahnung. Oder ob Nintendo grundsätzlich gegen Echoes of Wisdom Let's Player vorgeht. Wir werden sehen, was passiert. Danke fürs Zuschauen und tschüss.